Jetzt ist wieder eine Woche rum und wir möchten euch in dem heutigen Video zeigen, was so in den vergangenen Tagen in unserem Tiny House passiert ist. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir wollten das heutige Video mit einem Highlight starten. Unser persönliches Highlight, ihr wisst ja, die Küche ist der Mittelpunkt unseres Hauses. Das war uns das Allerwichtigste. Und wir haben endlich nicht nur den Gasherd drin, sondern er ist auch angeschlossen, er ist auf Dichtigkeit geprüft und die kleine Zündung, die auch noch unter anderem ein bisschen Hilfe brauchte, funktioniert jetzt auch. Das heißt, der Gasherd ist voll im Betrieb, wir haben schon unseren ersten Tee hier drauf gekocht und sind total happy, dass das alles so gut funktioniert. Dieser Gasherd läuft über 30 Millibar, das heißt, das, was der Druckminderer uns schon ins Haus gibt an Gasdruck, kommt auch genau hier an, genauso brauchten wir es. Der Gasherd, der arbeitet mit einer kleinen Zündung, dass die Flamme auch angeht. Und wir haben im Haus aber 230 Volt. All diese Dinge waren uns irgendwie nicht bewusst. Heute denken wir, ach, hätte es ja drauf kommen können. Deshalb haben wir jetzt also auch einen Spannungswandler von 230 Volt auf 12 Volt. Das ist also die kleinste Flamme. Und zack, ist sie auch schon an. Und die kann man natürlich dann auch in der Stärke steuern. Also auf kleine Flamme stellen oder auf große Flamme stellen. Oh, das ist herrlich, dass das einfach funktioniert und wir wissen, dass alles dicht ist, weil wir auch eine Zeit lang hier ein Gasleck hatten. Dann hat das immer so nach Furz gerochen und irgendwas stimmte da nicht und mit Gas ist ja auch nicht zu spaßen. Aber jetzt läuft das alles und auch die große Flamme, die möchte ich natürlich auch nochmal anmachen. Bam! Oh, habe ich zu kurz gehalten. Ja, und da kann man schon richtig scharf anbraten. Also, ich glaube, da macht es richtig Spaß zu kochen. Wir werden natürlich noch überlegen, ob wir uns hier eine Dunstabzugshaube kaufen wollen. Es war ganz süß, weil eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat in den Kommentaren schon mal geschrieben, ihr braucht keine Dunstabzugshaube, weil wenn man gut und lecker kocht, dann stinkt es auch nicht, sondern dann duftet es. Da ist auf jeden Fall was dran und wir haben ja auch hier zwei große Fenster und Türen. Das heißt, für Durchzug müsste eigentlich gesorgt sein. Wir werden das mal testen, ob wir uns dann im Nachhinein zumindest für die Kochfette dann doch für eine Dunstabzugshaube entscheiden oder es einfach erstmal lassen. Die meisten Dinge ergeben sich dann ja mit der Zeit. Kommen wir auch gleich mal zur nächsten Baustelle. Ihr seht ja, wie das aussieht. Ich habe das damals, oh nein, ich habe den Gaskasten damals angesprüht mit einem 1K-Lack. Ich hätte einen 2K-Lack, meine ich, wählen müssen, laut unseres Herstellers. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe ihn auf jeden Fall schwarz gesprüht und man sieht, was hier passiert ist. Ja, das geht auf jeden Fall nicht so. Das heißt, wir werden ihn höchstwahrscheinlich folieren, so wie wir das auch in der Küche gemacht haben mit dem Spritzschutz. Und da gibt es auch Outdoor-Folierungen, die wir wählen können in verschiedenen Farben. Und wir haben uns dann natürlich für schwarz oder anthrazitschwarz entschieden. Wir haben uns für diesen normalen, ich sag mal normalen Anführungszeichen, Kunststoff-Camping-Gaskasten entschieden, weil er nur, ich glaube, nicht mal 7 Kilo wiegt. Und für diejenigen von euch, die uns schon etwas länger folgen, die wissen, dass wir mit der Küche uns einiges an Gewicht auch hier vorne eingebaut haben, was eigentlich für das Zugverhalten und für die Deichsel nicht verkehrt ist, wenn man ein bisschen mehr Last vorne hat. Aber in unserem Fall sind das schon einige Kilos und daher dachten wir, okay, bevor wir uns jetzt hier irgendwas aus Stahl bauen oder sonstige Konstruktionen, die uns eigentlich gut gefallen, belassen wir es lieber bei dem. Hier seht ihr auch schon den Druckminderer. Wie Anja schon beschrieben hat, das ist die Duo Control von Truma. Das Wort Duo ergibt sich daraus, dass dieser Druckminderer von der einen Flasche auf die andere wechselt. Sollte diese also leer sein, springt er dann oder zieht er dann das Gas von der anderen Flasche. Und dieser kleine Pin hier in Gelb, der springt raus, sobald wir eben beispielsweise einen Auffahrunfall haben, Gott bewahre. Oder es reicht eigentlich schon eine kleine Erschütterung, ehrlich gesagt. Das ist schon einige Male rausgesprungen, gerade auch bei der Gasprüfung. Es reicht also quasi, wenn die Klappe zuschlägt, dann springt der Pin schon raus. Also da müssen wir uns noch was überlegen. Ansonsten sind hier auch noch zwei Filter, die wir vorschalten. Das heißt, wir filtern das Gas auch nochmal, um besonders sauberes Gas nur zu verwenden. Für unser System, das haben wir jetzt so gemacht, das war auch eher eine Bauchentscheidung, ehrlich gesagt. So viel erstmal zum Thema Gas. Wir können dazu auch nochmal ein gesondertes Video machen, wenn euch das interessiert. Ansonsten mache ich jetzt erstmal die Klappe zu und weiter geht's. Und zwar mit dem Thema Wasser. So, ich nehme mich jetzt mal selbst auf.
der Anja arbeiten ist. Wir füllen heute zum ersten Mal Wasser in unseren Tank. Und ich habe das hier mal vorbereitet. Da ist der Eimer. Und hier ist die Anzapfstelle. So. Und wir werden uns dafür entscheiden, genau, wir haben kein Wasser mit Druck, wir werden uns dafür entscheiden, das Wasser quasi abzusaugen. Die Filter sind alle reingedreht. Es sind zwei Keramikfilter und zwei Carbonfilter, also Aktivkohlefilter. Und ich bin sehr gespannt, ob alles auch so läuft, wie es geplant ist. Mit richtig Kraft, ne? Das ist ungefähr der Stand in unserem Tank, weil wir wollten natürlich auch erfahren oder verstehen, ob wir hier irgendwo einen Leck haben, ob das System auch funktioniert mit den Pumpen, welches wir uns hier gedacht haben. Und es funktioniert. Erste Wasser. Mama, du. Es ist aber leider so gewesen, dass natürlich nicht alles dicht war. Ich sage jetzt mal natürlich, weil das, ich denke, mal ein ganz natürlicher, normaler Prozess ist, dass man eben die ein oder andere Undichtigkeit noch findet. Aufgrund der Anspannung habe ich nicht alles gefilmt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir leid. Aber wenn das Wasser hier das erste Mal durchfließt, dann wollte ich einfach voll da sein. Und im Nachhinein weiß ich auch warum. Ist wirklich, also das war ein Erlebnis, das wünsche ich echt keinem, ja. Das kam aus der Pumpe raus, das kam in die Zufuhr hier, der Schlauch war nicht richtig dicht und ich habe die Filter nicht richtig rangedreht und das spritzte hier raus, ja. Und dann gemerkt, dass es, und das zeige ich euch jetzt nochmal, hinter der Dusche anfing zu lecken. Wir haben ja hier eine Komplettdusche gewählt, gerade aus dem Grund, dass es eben nicht passiert, ja, sondern dass die Dusche in sich so geschlossen ist, dass kein Wasser irgendwo hin kann. Das konnte es auch Gott sei Dank nicht. Die Wanne hat es aufgefangen überwiegend, aber wir haben es jetzt trotzdem, wir haben sie einfach mal vorsichtshalber vorgezogen, damit das hier abtrocknen kann. Hier ist eine weitere Stelle, die leider undicht war. Es war so, dass wir hier die Hähne hochgedreht haben. Ist ja schon eine Weile her, dass wir das installiert haben. Und das ist das Ablassventil. Also das sind die Ablasshähne, wenn wir das Wasser hier aus der Alde eben entfernen möchten eigentlich. Und auch die brauchen wir eigentlich nicht anrühren. Es war aber trotzdem so eigentlich ganz gut, dass wir es gemacht haben. Da haben wir nämlich gemerkt, dass hier auch einiges undicht war. An dieser Stelle haben wir auch nochmal nachgehen müssen. Das heißt, das ist jetzt dicht und die restlichen Undichtigkeiten werden dann eben in kommender Woche behoben. Und wo wir gerade im Bad sind, das ist jetzt durch die Dusche dezent eng geworden, seht ihr vielleicht auch schon unseren Spiegel. Oh, hat das lange gedauert. Wir haben echt überlegt, wir haben euch ja auch gefragt, eckig oder rund. Die meisten haben gesagt, geh auf jeden Fall auf eckig, kauft euch einen eckigen Spiegel. Also hatten wir uns eckige Spiegel bestellt, zwei Stück, zwei Runde haben wir uns bestellt, immer wieder dran gehalten und irgendwie hat es einfach nicht Klick gemacht und wir dachten, nee, das eine ist zu eckig und zu groß oder zu klein und zu breit, irgendwie passen die Maße einfach nicht und auch beim Runden, das war nichts. Und dann haben wir irgendwann diesen ovalen Spiegel gesehen und bei dem hat es auch nicht direkt Klick gemacht. Aber er hat bisher von allen Spiegeln am besten gepasst und wir sind froh, dass wir dadurch eigentlich eine etwas höhere Spiegelfläche haben, man aber an den Seiten noch auch unser Dekor sehen kann. Also wir sind mit der Wahl jetzt zufrieden, auch wenn es jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick war, aber wir glauben, dass es ganz gut passt und sich hier auch ins Gesamtbild einfügt. Also auch Thema Spiegel abgehakt. Woran wir außerdem in dieser Woche schon fleißig gearbeitet haben, ist an unseren Leisten. Es wird ja langsam auch Zeit, dass unsere Fußbodenleisten und Wandleisten, Deckenleisten auch drankommen. Das ist gar nicht so leicht, weil wir ja auch mit einem offenliegenden Holzständerwerk arbeiten. Das heißt, wir müssen an vielen Stellen auch herum. Und wie das Ganze gelingt, das zeigen wir euch dann hoffentlich in der nächsten oder übernächsten Woche, je nachdem, wie gut wir zurechtkommen. Wir haben uns nämlich auch entschieden, die meisten Leisten vorab zu streichen, bevor wir sie verkleben, damit sich die Farbe einfach besser verteilt. Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Wir hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal oder wenn ihr unseren Kanal auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne über unseren PayPal-Spendenlink machen. Da freuen wir uns sehr und freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!